Hallo und herzlich willkommen zum ersten Hornhaars-Event-Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und die Umfrage hat ergeben, dass ich in ATS mit dem Western Star 5700XE fahren soll. Den bekommen wir bei vom Gebrauchtwagenhändler. Da haben wir den Western Star 5700 XE 72, also bis 82 Fuß Sleeper. Das ist auch der einzige oder der beste, den wir hier haben. Auch vom Zustand her, das passt. Kilometerstand, oh, Meilenstand von 85.325 Meilen für 135.000. Dann würde ich sagen, kaufe ich mir den. Moment, wir sind gerade in Lorel. Da muss ich dann auch gleich wieder zurück. Wahrscheinlich mich dann teleportieren. Also, teleportieren und keine schnelle Reise machen. Genau, dann wollen wir in den LKW einsteigen. Ist ja gar nicht mal so viel gefahren worden mit dem Dings. Genau, nee, wir rüsten erstmal auf und steigen dann ein. Da haben wir das Beste. Auch vom Motor, der ist der beste Motor drin. Waren 600 PS, 12 Gänge. Ich glaube, ich gehe dann aber auf den. Okay, der wäre auf alle Fälle auch gut. Gut, schwer, gut, ist ja eigentlich nicht so wichtig. Aber. Ich wäre, ja genau, ich nehme nochmal einen neuen Retarder. Terrier kann nicht bleiben. So, dann brauchen wir nur das Valentinstags-Event. Dann nehmen wir denn den, das passt eigentlich ganz gut, finde ich. Dann würde ich sagen, ist das unser LKW in ATS für das Hornhaas-Event. Dann bestellen wir das Ganze nochmal für 44. 1.500 und dann insgesamt 200.000, die ich dann quasi jetzt mehr oder weniger runter bin. Fast sogar exakt. Dann wollen wir mal einsteigen und dann von Lorel aus losfahren. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, welchen Auftrag wir als erstes von hier annehmen. Wahrscheinlich werde ich hier ein paar Mal Pause machen müssen, also eigentlich kann ich es nur auf 5 Minuten aufnehmen. Aber das war ja schon vom Vorhinein klar. So, jetzt ist die Frage, ob wir überhaupt einen Auftrag haben, der uns was bringt. Valentines Gifts von Lorel nach Provo in Utah. Okay, das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist, ich meine, es gibt sogar noch echt gut Geld, ne? 75,5 Dollar pro Meile, 593 Meilen, dauert 10 Stunden. Im Grunde genommen ist das sogar sehr gut, weil ich habe ja heute nicht nur ATS aufzunehmen, sondern ETS2 auch noch. Wobei ich glaube, wenn ich mir so die Strecke ansehe, könnte das recht wild werden. Aber wir fahren jetzt einfach mal und holen unsere Valentinstagsgeschenke ab. Aber man merkt auch jetzt schon sehr gut so den Unterschied zwischen, nennen wir es mal, also wie ich es eigentlich immer genannt habe, Overworld. Aufträge, also die dann sowieso in der Vanilla-Welt sind, zu den ist schon nice mit dem alten Truck. Ich muss gleich nochmal die Spiegel einstellen. Das ist ja auch cool. Trip Mileage. Achso, nee, Trip Miles. Nevermind. Meilen. Oh. Sag mal, wie viel. Das heißt, ich muss das gar nicht mal notieren. Das ist ja cool. Press Enter to Park Menu. Interessant. Enter. Okay. Hätte ja klappen können. Und auch das Trip Miles per Gallon mit dabei ist. Das finde ich auch super. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach hier. Dann haben wir immer die Uhrzeit mit dabei. Das ist ja, also das ist ja echt cool. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Bauer das ist, aber er gefällt mir. Dann würde ich sagen,
Wollen wir losfahren? Okay, was ist der Elterntrakt? Ne? Aber er muss ja schon älter sein, weil wir den ja nicht im Dings holen konnten. Nicht vom Händler selber. So, dann wollen wir mal. Sind schon 12 gegangen. Okay, man sieht auch die Miles per Hour, die wir gerade fahren, eingeblendet. Also Go Straight halte ich auch für eine Lüge. Doch, wir müssen noch mal rechts abbiegen. Ich glaube, mit die größte Challenge in dieser Woche wird für mich sein, dass ich immer einen Platz finde zum Halten. Also. Oh. Ich bin. Stimmt. Es war ja. Ganz vergessen, dass ich ja bei 20 Meilen pro Stunde schon gar nicht mehr weitermachen konnte. Ich war irgendwie noch. Ich war im Kopf mehr oder weniger. Also ich war nicht im Kopf dabei, aber. Von der Muscle Memory war ich einfach bei 30 Miles per Hour gerade. Dass ich einfach dann halt rechtzeitig irgendwo zum Stehen komme. Dass ich darauf auch missachten muss. Denn ich wette, dass alles, also wir haben jetzt heute gerade Montag, den. Boah. Ja. Keine Ahnung. Aber hätte doch sogar von hier reingekonnt, okay. Dass es da nicht steht, ne? Jetzt habe ich mal kurz raus. 12.02. haben wir gerade. Das Ganze geht ja. Jetzt habe ich mal kurz raus. Es geht ja noch offiziell nur bis zum 18. Sprich bis Freitag. Ne, bis Sonntag, klar. Hier, Sunday. Kommt auf Freitag. Sprich, ich habe den 12., den 13., den 14., den 15., den 16., den 17. und den 18. halt Zeit, 14 Sachen auf 14 Fahrten zu fahren und aufzunehmen. Und dann haben wir hier den Trailer. Truck. In Love. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal die 593 Meilen. 594 Meilen. Von hier raus. Never mind. I'll find a new route. Dann wollen wir mal auf nach Provo, Utah. Okay, also du darfst auch mehr als 5 Meilen fahren, Kollege. Ich habe gerade irgendwie kurz gedacht, ich wäre schon. Ich müsste noch ein Stückchen weiterfahren. Und dann sind wir. Oh, okay. Ja. Schön, klar. Wir haben den Tempo mal hier eingeschaltet. Ja, was für eine Strecke haben wir überhaupt? Wir fahren über den Highway 798. Oder wie auch immer. Über Wyoming 789. Ja, vor allem 798. Dann auf den Wyoming 28. Und dann geht es auf die Interstate 80. Eigentlich fast komplett runter bis nach Provo. Allerdings geht es dann südlich von Salt Lake City auf die Interstate 15.
Ja. Kommen wir überhaupt an? In dem Morgen schon. Okay. Turn left. Dann fahren wir doch noch in den Tag hinein. So vom Paint Shop her hat das irgendwie, also wenn ich so leicht nach links in den oberen Spiegel gucke, dann hat das schon ein bisschen was vom. Oh, ja, gut. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, dummerweise. Die nehme ich dann gerne mit. Die Strafe. Hat er so ein bisschen was vom Coca-Cola-Truck. So einfach nur, wenn man so leicht die Verschnörkelung sieht. Aber die Verschnörkelung ist halt ein bisschen too much für einen Coca-Cola-Truck-Paintjob. Das ist einfach schön, wie wir einfach langsam hier im Industriegebiet mehr Geschwindigkeit aufbauen dürfen. Ich glaub, mit 600 PS ist das sogar mit einer der stärksten LKWs in der Flotte. Ich glaube, das Stärkste sind ja... Okay. Falsch eingeschätzt. Sind ja, glaube ich... 605 PS. Gucken wir mal kurz nach. Ja, 605 PS mit dem International Lone Star und mit dem Freightliner Cascadia. Aber gut, die 5 PS sind jetzt ja nicht gerade so die Welt im Gegensatz zu den 450 im Äquivalent. Boah, die 365, 85 PS in Relation zum zu den 605 PS. Stay left, then turn left. Turn left. Hier ein bisschen spät geschalten. Man könnte meinen, ich na gut, ich bin eigentlich schon länger auf, aber ja. Manchmal braucht man ja ein bisschen länger, um wach zu werden. So, dann kriegen wir wieder ein bisschen Leistung. Oh, das sieht einfach schön aus, so mit dem Nachthimmel. Ich hoffe, das seht ihr ähnlich. Habe ich bisher nie drauf geachtet. Deswegen ist es vielleicht nicht verkehrt, weil ich es gerade erwähne. Ja, schade, wenn dem nicht so wäre, aber gut. Rendern und YouTube. Da passt, da kommt dann natürlich noch einiges zusammen, was da ein bisschen dagegen spricht. Und überhaupt, das ist ja auch interessant, also irgendwie vom Dashboard ist es ja auch sehr spannend. So, super. Das hat so ein bisschen was von... Go straight. Bisschen was von einer digitalisierten. Einem digitalisierten Dashboard irgendwie. Als ob es quasi einfach so old meets new gemacht ist. Gesamtgewicht von 74.500 Pfund. Sogar so und nicht so.
Da geht's. Ich wollte gerade sagen, du biegst jetzt nicht ab. Das wäre schon sehr, ja, völlig zwingend mutig, aber sehr dumm. So, dann werde ich gleich eine kurze Pause machen. Schauen wir mal, wo ich hier halten könnte. Prinzipiell gleich kurz hier vor, aber. Ach du. Also, hier ist noch eine Ampel wahrscheinlich, ne? Oder was ist hier? Nee, einfach nur KI. Das Übliche. Achso. Ja, ich glaube, ich werde dann gleich beim nächsten Spot da vorne dann die Pause einlegen. Ich war gerade auch, ich habe auch gar nicht, noch gar nicht gesagt, was das diesjährige Valentinstags-Event, was die, ne, die Anforderungen sind, dass sie als abgeschlossen gelten und dass eine Fahrt als abgeschlossen gilt, so nach Motto. Was die Anforderungen sind, werde ich dann nach der Pause machen. Also nicht nach der Pause, sondern in der Pause. Karawane zieht weiter. Und nur einer mit Valentinstagsgeschenken. Okay, auf der Karte sah es eigentlich aus, als ob das auf der Strecke wäre. Das, ah, okay. Die Rest Area ist tatsächlich auf diesem Pfad. Stay left and then turn left. Jetzt muss man runterbremsen auf 20 Meilen pro Stunde. Turn left. Rechts kommt nichts, von links auch nicht. Da können wir ja schön abbiegen. Und da fahre ich kurz hier auf dem Rastplatz. Stay right. Scheinwischer wollte ich jetzt nicht anmachen. Ordentlich ausgeholt, würde ich sagen. Ist ja ganz schön Verkehr hier. Das ist ja auch hier interessant. Dann fahren wir halt hier entlang. Schön eng. Also gut, nicht wirklich eng, aber zumindest der Beginn. Ich werde jetzt natürlich nicht schlafen, muss ja nicht sein. Aber
Ich mache hier eine kurze Pause und also war eine kurze Pause. Ich arbeite jetzt 3 Stunden und dann sehen wir uns dann in wenigen Sekunden wieder. Und weiter geht's hier die Fahrt. Ready to roll. 502 Meilen noch nach. Ich muss aufpassen. Nach Provo. Lassen wir den nochmal durch. Und fahren dann. Jetzt kommen wieder so viele. Jetzt können wir fahren. Dann fahren wir wieder auf die. Ich wollte gerade sagen, auf die Interstate, aber wir fahren gar nicht auf die Interstate, wir fahren ja auf dem Highway. Get ready to turn right. 287 war das, glaube ich. Turn right and then turn left. Eigentlich auch ein bisschen unnötig für diese Teile, weil, ja gut. Hier prinzipiell kein Auto kommen kann, zumindest für uns nicht, aber Turn left. prinzipiell kann ja eigentlich was kommen. Mein Gott. Ja. Der einzige Nachteil an Unterbrechungen, Aufnahmeunterbrechungen, wie jetzt in diesem Fall, ist natürlich, dass ich gerade nicht mehr ganz genau weiß. Okay, wow. Dass ich nicht mehr ganz genau weiß, ob ich das, was ich im Kopf hatte, gesagt habe. Ich weiß, dass ich es gesagt habe, aber ich weiß nicht, ob ich den Punkt genannt habe. Ich muss jetzt einfach mal darauf vertrauen, dass ich genau das, was ich sagen wollte, auch tatsächlich gesagt habe. Go straight. Dann rollen wir hier durch. Was ist das, 789? Ja, dann die 789. Also. Wobei es ja eigentlich der Highway. Okay, ja gut. Highway 16, Highway 20 East ist und whatever ist. Wahrscheinlich die Wisconsin Country Road oder so. Wisconsin Highway. Wahrscheinlich Wisconsin Highway. 789, es sei denn, es ist nicht so wie in Kanada beispielsweise. Wäre ja angenehm, wenn wir gleich hier ein bisschen schneller fahren wieder können. Können wir gleich. Oh, ach schon, das war die, ja, schon Tankanzeige und die F. Das eine digital, das andere nicht digital. Ja, Go ich straight. finde eigentlich das Dashboard sehr interessant und sehr nice. Was halt irgendwie so alt und neu finde ich ein bisschen vermischt. Für mein Empfinden zumindest. Überlegen, ob ich das schaffe, ich das in einem Rutsch jetzt aufzunehmen. Ich denke mal schon, oder? Ja, doch. Das ist ja schon mal gut. Hätten wir es ein bisschen langsamer wieder. Go straight. Mensch, ich bin doch sowieso schon langsam. Müsste mich immer wieder ausbremsen. Der Nachteil von Highways und Country Roads. Aber Country Roads werden ja eher, glaube ich. Mehr off-grid. Weniger asphaltiert, wobei vielleicht auch asphaltiert, aber halt nicht. Nicht so gut ausgebaut, wie wir es jetzt hier haben. Go straight. Günstiger Stelle, um liegen zu bleiben. Aber man sucht sich's ja nicht aus.
hinauf. Trotz unseres eigentlich gleich guten Western Stars. Oh Gott, runter auf 45. Lass uns mal ausbremsen, runter auf 30. Und rollen wir durch die nächste Ortschaft durch. So wird es, glaube ich, auf dieser Fahrt sehr häufig jetzt passieren, da wir halt nicht. Wobei wir fahren nicht Interstate, wir fahren ja auch. Ich glaube 200 Meilen Interstate vielleicht. Ich habe nicht dafür die Zeit, direkt in der rechten Spurgrenze zu bleiben. Go straight. Ich dachte aber, dass ich links auch weiter vorankomme, als dass ich auf der Kreuzung stehen bleibe. Go straight. Kann ich wieder rechts einordnen. Dicke in die Kurve mit. War eigentlich mehr eine Frage und keine. Das bedarf da eigentlich keinen Fallbeispiel. Also. Meine Güte. Thermopolis, welcome soon. Ein sehr interessanter Name. Frag mich ja, wo es herkommt. Da frage ich mich ja echt, wo es herkommt. Schön durch die Canyons. Warten wir runter 35. Caution. Please mind the speed limit. Denn wir fahren wieder durch die Felstunnel durch. Bin ich mal gespannt, ob wir da auch in Eurotruck Simulator 2 wieder durchkommen. Jetzt, wo wir ja gerade wieder so ein bisschen. Sind wir ein bisschen? Ne, wir sind, glaube ich, sogar mehr als ein bisschen. Ne, nicht mehr. Wir waren ein bisschen im Norden. Nevermind. Aber ich. Oh, das könnte. Auch beim, also ich weiß natürlich nicht, aber es könnte natürlich auch sein, dass es wieder ein paar mehr solcher coolen Tunneldurchfahrten und so im Nordic Horizons DLC passieren. Oder uns erwarten. Auf jeden Fall, egal ob es dem so ist oder nicht, es wird auf jeden Fall geil werden. Das steht schon mal fest. Da freue ich mich ja auch schon drauf, aber ich denke mal, davor wird noch. Wobei, ich weiß nicht. Na gut, wurde halt erst nach Dings angekündigt, ne? Nach Griechenland, nach dem Greece DLC. Kann natürlich sein, dass Griechenland dann vorher kommt. Und Nordic später. Ist halt je nachdem. Aber erstmal kommen noch einige, wahrscheinlich noch einige DLCs vorher
von American Truck Simulator. Wenn hier mal Hochwasser ist, ne, dann ist aber auch hier dann unter. So niedrig, wie es jetzt schon ist. Also wie es bisher. Also. So hoch, wie das Wasser schon hier steht. Aber ja, das Schöne echt an solchen Fahrten über Landstraßen, über Highways, ist halt echt, dass man so die Weite der Landschaft hat. Und es ist auch doch schon entspannteres, also auch ein ruhigeres Fahren ist jetzt als auf Interstates. Man kommt zwar nicht ganz so schnell voran, zwingenderweise, aber häufig nicht ganz so schnell voran, aber es kommt gleich bestimmt wieder. Ich gehe mal schon mal unter 45, ich jetzt selber. Na, das kommt aber noch. Fahren wir mal 55. 45 haben wir jetzt hier. Wer hätte das kommen sehen? Interstate, ich glaube, wir müssen eigentlich rechts abbiegen. Caution. Please mind the speed limit. War doch bei Riverton, ne? Abbiegen. Na, okay. Weiter straight. Vielleicht kommen wir was mit Abbiegen noch. Ich guck mal jetzt aber nach, falls ich mich. Okay, ich muss es nicht tun. 372 Meilen noch. Go straight. Heißt, wir können auch rolligen Spur erstmal bleiben. Boah, jetzt haben wir Platz. Also hier muss man wieder rechts rein. Ja. Rechts ein. Wenn man, ja. Dass man sich überhaupt verhasst, man kann, wenn man rein und ein gleichzeitig sagen will. Aber das ist scheinbar möglich. Much left. Rind River, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt bin ich schon zu früh mit 55 gefahren. So, dass die KI noch nachholen muss. Dann geht es wieder auf. Zumindest für einen kurzen Abschnitt auf 65. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen. Die Geschwindigkeit rausgenommen werden müssen. Wobei, vielleicht auch nicht. Sah jetzt doch wieder nach einer neuen Ortschaft aus. Ach ja, ist doch wieder schön. Auch sehr schön, wie es einfach von. Weiß gar nicht, fing es auch grün an. Auf jeden Fall, wie es zwischenzeitlich echt dann einfach nur karge Landschaft war. Und dass ich denke jetzt. Geändert hat. Zu grün. Turn left. Then stay left. Stay left and then turn left. Ja, ich dachte, ich probiere mal wieder mit dem Retarder zu bremsen, aber ich glaube, ich werde das nicht mehr machen. Oder ich habe nicht den Retarder genutzt.
Ich verstehe es nicht. Es ist doch wieder so, wie es eigentlich war. Hä? Ja, schon mal gut zu wissen. Muss ich noch mal während der Fahrt ein bisschen testen. Ansonsten bremse ich einfach weiter mit dem Bremspedal. Also theoretisch gesehen mit dem Bremspedal und mit der Motorbremse halt. Bremspedal und Lenkrad ist, wie man ja unschwer erkennen kann, in diesem Setup noch nicht gegeben. Meilen noch. Boah, ja, okay, weiß ich nicht, ob ich das bedenken. Aber wäre schon wünschenswert, wenn ich diese Fahrt noch beende, bevor ich die nächste, die zweite Schicht des Tages anrede. Ja, weil es ein bisschen bescheiden wäre, einfach danach nochmal irgendwie einen Lauf zu nehmen oder so. Dann doch lieber die Zeit nutzen für ETS2. Deswegen hoffe ich mal, dass jetzt nicht mehr allzu viele Abschnitte kommen, wo ich einfach nicht die 65 ausfahren kann, weil das beträchtigt einen doch schon sehr. Zumindest was jetzt den realen Zeitplan betrifft. Irgendwann muss ich jetzt für mich diese Woche, für euch war es ja schon letzte Woche, aber auch noch die Folgen, die Videos von letzter Woche nicht aufnehmen. Das wäre noch schöner. Noch bearbeiten und rendern. Ich bin da einfach in letzter Zeit nicht zugekommen, weil einfach ständig irgendwie ich in Talk saß, wo irgendwie eine Scheiße wieder passiert ist. Von daher bin ich einfach nicht dazu gekommen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich heute mal endlich dazu komme. Ansonsten wird es zeitplanmäßig auch wieder eng, weil ich glaube, ich immer noch ja, gut was noch zu tun habe an Vorschauen und so. Runter auf 40, am besten schon runter auf 30. Dann haben wir es auch schon mal. Stay left. Und biegen wir es links ab. Turn left. Und ich eigentlich biegt auch, glaube ich, ab. Der biegt nicht ab. Schon muss mal vor. Okay, ich wollte nicht auf die rechte Spur noch mit raufkommen. Eigentlich würde ich noch einkaufen müssen, halt. Also es wird auch wieder die Woche auch ein bisschen bescheiden, weil ich glaube ich einen Tag bis 21 Uhr arbeiten muss am Samstag, glaube ich. Aber es ist auch wieder so ein bisschen ungünstig, aber bisschen auch irgendwie machbar. Dann ist halt 2 Tage, wo ich dann eigentlich schon wirklich vormittags und mittags, spätmittags, wie auch immer, ATS dann durchhaben muss. Wenn so 3 Jahre Schnipsel echt sehr ungünstig.
Ach ja, es ist aber doch schön, dass wir jetzt wieder so gut vorankommen hier. Sehen wir, das einige liefern haben noch 268 Meilen bis Provo? Provo, nicht Provo. Aber nah dran. Ich war mir da am Ende auch nicht mehr ganz so sicher. In einem Rutsch sollten wir das aber schaffen, ne? Nicht, dass ich mich noch irgendwo hinlegen muss. Oh, Scheiße. Eigentlich muss ich mich hinlegen, aber ich versuche da einfach durchzuballern jetzt, also. Versuche einfach durchzufahren. Das sind halt 3 Minuten im Negativen, aber. Die Zeit haben wir nicht. Hoffentlich wird die Fahrt auf der Interstate. Sogar auf den Interstates. Vor allem auf der Interstate nach Salt Lake City. Da gut Zeit einfahren wieder, einholbar sein. Okay, nee, das ist die andere Ampel, die den grün ist, nicht unsere. Aber was ich sehr schön hier an dem Western Star 5700 XE gut finde, dass er einfach das Feature hat. Mit dem Verbrauch mit dem Tripverbrauch oder mit dem Tripverbrauch an Gallonen, so muss ich mir das nicht aus den Dingens rausschreiben, aus den Auswertungen. Hallo, wir dürfen bestimmt schneller fahren als 30. Hallo, bitte wechseln, danke. Halt mich mal links war. Mit Zeit. Aber natürlich doch. Wollen wir mal versuchen, ein bisschen Zeit reinzuholen? Oh, verdammt, mir fällt gerade auf, ich muss ja eigentlich auch wirklich darauf achten, hier mit der Restzeit. Also mit dem. Ich darf, wenn ich irgendwie morgens eine Aufnahme schade, darf ich keinen Auftrag annehmen, der nur 3 Stunden noch eine Restzeit hat. Das habe ich jetzt mit dem aus. Also gut, das ist geklappt, hat der mit dem Auftrag. Da habe ich nämlich nicht erwartet. Das ist ja in diesem Fall sogar sehr essentiell. Wie viel waren wir jetzt bei 5 Minuten von 3:05 hoch? Wie gesagt, vielleicht holen wir die Zeit wieder ein. Ich bezweifle es zwar, weil wir halt wieder 10 Meilen langsamer sind. Aber okay. Auf nach Salt Lake City. Das war jetzt zumindest in die Richtung. Ja, das Geld, was ich einfahren muss, wird immer mehr. Weil ich glaube, bei diesem Truck, der ist ja eigentlich sogar noch einen sehr guten Schussstand. Da muss ich eigentlich ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir so als Ziel nehmen, wenn so 10%, also vom kompletten Verschleiß da sind, dass ich den dann restauriere. Also allgemein den Trucks restauriere, aber dass ich die gebrauchten Trucks, die dann halt, keine Ahnung, wirklich schon echt damaged sind, die jetzt nicht irgendwie 5 Sterne haben. Dass ich die dann halt auch schon früher würde machen. Weil ich glaube,
den schlechtesten, den ich jetzt habe, ist ja bei 15% oder 19% dauerhaften Verschleiß. Also da ist das ja sowieso, dann fällt das ja sowieso in die 10% Hürde. Genau, Salt Lake ist ausgeschildert, auch Evanston. Mal dann mal schauen, ob ich wieder ein bisschen Zeit habe, bis ich los muss, oder ob ich direkt los muss. Ah, schön geradeaus. Und das möchte ich dann gleich auf alle Fälle 4,5 Stunden erstmal wieder unterwegs. Auf der Bahn. Oder 73 Meilen noch. Und wir sind nur noch bei 2 Minuten minus. Also die Zeit, die holen wir schon ein. Ich glaube aber auch hauptsächlich, weiß ich nicht, vielleicht eher hauptsächlich wegen des Tunnelabschnitts. Keine Ahnung. Oder auch allgemein vielleicht. Aber gut, wir nähern uns Salt Lake. Ich glaube, gleich kommt die Abfahrt von der, oder dauert nicht mehr lange, vielleicht noch 50 Meilen, bis dann die Abfahrt ist, Richtung Provo auf die Interstate 510. Zumindest. Ja, aber das ist doch schon mal wieder schön, so eine entspannte Fahrt zu haben, wo, okay, jetzt hoffentlich, jetzt jinx ich es, jetzt. Jetzt passiert gleich was. You heard it first. Aber es ist doch mal schön, dass diese Fahrt zumindest wieder eine etwas entspanntere ist nach dem. Nach der letzten Fahrt, die ja zwei Fahrten in einem waren, war quasi. Ja, hoffentlich bleibt das jetzt noch so. Und es passiert eh noch irgendein Unglück auf den letzten 132 Meilen. Und wir sind bei einer Minute minus. Was den Plan betreffe. Ach, es war so klar. Warum sollen wir auch die gute Zeit, die wir haben und aufgeholt haben, warum sollen wir sie nicht verlieren? Hier werde ich schlapp gemacht. Ab auf die Waage und weiterballern. Ja. Mach mal. Währenddessen rolle ich auf die Waage, auf die Load Right Lane. Ist wahrscheinlich ein bisschen weniger geworden als 74.500 Pfund. Ja, 74.000 Pfund nur noch. Und weiter geht's.
müssen wir natürlich wieder Geschwindigkeit aufbauen, ne? Also, wie viel Pfund haben wir eigentlich hinten drauf? 40, okay, ja, ja. Sagen wir mal 40.000 Pfund an Geschenken. So schwer ist die Fracht vom Hornharz-Event. Zumindest in ADS. ITS 2, 40.000 Pfund. Wahrscheinlich. 16 Tonnen vielleicht. Werden wir ja morgen sehen. Im morgigen Video. Und ich nach der Arbeit. Theoretisch gesehen habe ich noch 3 Minuten. Oder 2 Minuten jetzt. 98 Meilen. Salt Lake City 37 Meilen. Ja, nee, das. Das fahre ich jetzt schon noch zu Ende, ne? So viel Zeit muss jetzt sein. Ach ja, Adventure ist. Es ist einfach immer wieder schön hier. Selbst wenn man hier gewesen ist. Wobei ich glaube ich hier noch nicht gewesen bin, wenn ich mir so die Karte anschaue. Zumindest ich auf diesem Profil war es natürlich nicht heißt, dass ich hier nicht zwingend nicht gewesen bin. Dass das natürlich nicht heißt, dass ich hier nicht prinzipiell schon gewesen bin. Aber weiß ich nicht, könnte natürlich sein. Vielleicht die andere Richtung. Ich weiß es nicht. Ist halt das Problem mit den. Ich glaube mit den Staffeln, wobei vielleicht auch nur mit der Staffel. Ich weiß halt gerade nicht mehr ganz, ob das eventuell auch so ein. Geht auch rechts bleiben können. Ob das nicht vielleicht auch so ein Richtung Las Vegas haben wir jetzt. Nicht so ein. Denke noch von der zweiten Staffel gewesen ist, aber ich glaube eher. Nur vor einer dritten. Ja, ich glaube dritte Staffel. Eine Art ETS 2 war die vierte. Nur noch 51 Meilen. Oder noch ganz 51 Meilen. Ansichtssache, ne? 52 zu 53. Mal schauen, ob wir dafür auch Strafe zahlen müssen jetzt noch, weil ich garantiert nicht jetzt noch starten werde. Eine Minute, wie gesagt. Da ziehe ich jetzt durch. Das kostet halt alles auch nur wieder. Okay. Da backt Gras durch. IRL-Zeit, die ich nicht habe. Next to Exit Provo. Wo fahren wir dann bei Provo raus? Wir fahren an Provo vorbei und dann hinten raus. Also verbleiben wir erst noch mal ein Stückchen auf der Interstate 15. Und dann flitze ich mal gleich, nachdem wir abgeladen haben. Zum nächsten Schlafplatz. Damit wir zum einen pennen und vielleicht nicht Strafe zahlen müssen und zum anderen damit ich wieder ready to roll bin. Jetzt hier raus. Okay. Dann machen wir das doch mal.
exit right. Meilen pro Stunde empfohlen. Wir fahren mal mit 40. Oder auch nicht. Ich habe das Gefühl, diesen Streckenabschnitt kenne ich, weil er mich zweimal rausgebracht hat. Im doppelten Sinne. Rausgebracht, weil ich nicht damit gerechnet habe, und rausgebracht, weil er mich rausgetragen und gegen die Wand gedeppert hat. Ja, ja, wir werden nicht müde. Das ist alles Illusion. Das ist halt die Frage, ob wir dann den Schlafplatz haben, ne? Die Möglichkeit zum Schlafen. Da ist es bei den Industriegebieten. Schön mit dem, Springbrunnen. Turn right. Rasen wir schon mal jetzt ein bisschen. Das heißt Rasen. Fahren wir ein bisschen schneller. Und dann sind wir gleich bei, ich hab gar nicht auf geachtet, wo wir hinfahren, bei Walbert. Oh Gott. Never mind. Dann zahlen wir nochmal ein bisschen Strafe. Denn wir kommen ja auch, können auch hier, doch wir können hier vorne pennen. Perfekt. Wir müssen nur erstmal hier wieder von der Stelle kommen, also. Ne? Ja, ich glaube, es ist schon ganz vernünftig, dem Navi zu folgen. Ich weiß, ich bin deutlich schon zu schnell, aber wie gesagt, die Ampel springt gleich eh wieder um, aber freie Bahn. Das muss ich halt in Kauf nehmen, wenn ich verschoss. Und es tut zum Glück nur ein bisschen weh. Wo muss ich hin? Nicht hier, okay, da vorne. Ja, ist eigentlich schon, oh Gott. Eigentlich schon ganz gut gelungen, finde ich. Der LKW, der Truck. Dann würde ich sagen, laden wir die Fracht ab, kassieren die Kohle, die 48, nee, 45.000 oder so, und hauen uns dann direkt schnell aufs Ohr. Ausgezeichnet! Valentinstagsgeschenke von Lorel nach Provo geliefert, Gefahrenstrecke 598 Meilen. Dauer, ja, Dauer nicht 4 Stunden 21, sondern Dauer, wie auch immer, hier Fahrt und so. Verbrauchterkraftstoff 94 Gallonen, Dauer 100, Dauer, erledigte World-Fax-Aufträge in ATS 156 und es gab 45.500 dafür, 1220 Erfahrungspunkte kurz vor Level 30 und wir springen schnell wieder in den LKW, machen hier mal wahrscheinlich einen 3-Point-Turn. Und hauen uns schnell aufs Ohr. Von der gegenüberliegenden Seite.
Da war ein bisschen schwunghaft knapp. Von links kommt nix. Dass ich das Stoppschild überfahren habe, hat keiner gesehen. Und wow, ich wollte gerade sagen, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehe ich euch im nächsten Hollow Hearts Event Video wieder morgen im Eurotruck Simulator 2 oder übermorgen in ATS. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.